Willkommen zu einer neuen Runde Paladins, die ich mit dem Shadowplay nochmal aufgenommen habe. Deswegen ist die Audioqualität hier anders als sonst vom Ingame-Sound. Also dahingehend bitte nicht wundern. Aber die Runde, die war einfach völlig abgedreht irgendwie. Ich bin Eevee. Und wie ihr schon sehen könnt auf dem PTS, denn in beiden Teams spielt jeweils Khan mit, der neue Champ, der in Omi69 dazukommt. Ich habe es nicht geschafft, ihn mal spielen zu können und so, weil der ist ja einfach instant weg. Du kannst ja machen, was du willst, der ist ja sofort weg. Also, die Leute haben offenbar schon den Mauszeiger perfekt auf der Position, wo er mal sein wird. Keine Ahnung, woher die das wissen oder so, vielleicht haben sie es auch schon oft genug probiert. Und PTS-typisch war das Spiel auch manchmal ein bisschen laggy. Das sieht man dann manchmal in meinen Aktionen. Also ist natürlich nicht immer leicht, als Eevee gegen Lex anzutreten, aber passt schon. Also was heißt passt schon? Ja, seht ihr schon, ja, Hits zählt später und so, egal. So. So. Jetzt machen wir mal hier Druck auf die Healer und Barrick. Hauen die beide weg. Vor allem der Healer muss weg. Nice. Sieht sehr gut aus, aber es. Oh, fuck, dieser blöde Sinn wieder mal. Der keinen einzigen Nerf erhalten hat. Nicht einen einzigen. Was ich sehr interessant finde. Weil Sinn ist logischerweise und auch völlig verdientermaßen immer ein Safe First Button eigentlich. Ja, okay, in Ranked ist das leider immer nochmal was anderes als hier in so einem Casual Game. Aber an und für sich ist der gute Herr viel zu stark. Ist einfach viel zu krass überlebensfähig und macht dabei noch viel zu viel Damage. Ja. Eevee zum Beispiel ist ja mit ihren 1800 Lebenspunkten gestraft, dafür, dass sie so viel Mobilität und hoher Damage hat. Aber Sinn hat sogar 2000 Lebenspunkte, mega viel zum Abwehren und Abhauen. Also, mir nicht nachvollziehbar, warum der keine Nerfs erhalten hat. So. Der Khan, der hat übrigens so einen Grab wie Makoa und daher muss ich da auch besonders vorsichtig sein, wenn er mich einmal grabbt oder so. Und dann sieht es ganz schnell ganz übel aus. Okay, guten Tag Terminus. Der war in den Anfangsminuten Bot, weswegen wir auch den ersten Punkt hier relativ leicht bekommen haben, sag ich mal. Okay, hauen wir lieber ab hier. Hat ein bisschen gedauert, bis sich mein Flug aktiviert hat. Aber okay, jetzt haben die ja irgendwie Probleme hinten. Warum? Was ist da los? So, nur ein Barrick. Kommt schon! Ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Der muss doch jetzt sterben! Sehr gut. Service gleich hinterher. Nice. Double Kill für Lien, sehr gut gemacht. Okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist Sinn direkt wieder am Stissel. Aber wird von der Service. Nee, Quatsch. Wird von Vivian zerstört. Sehr gut. Und was machen die da hinten? Haben die es gegen ein. Achso, Khan und Terminus. Keine Chance dagegen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Was machen die denn da? Okay, Vivian ballert mir drauf, dann läuft das schon. Oh, Sinn, ich sehe dich. Fuck, er wird sich eher. Er holt sich Lien. Ich kann ihn nicht treffen. Das ist sehr ärgerlich. Da geht er in sein blödes Q. Haut ab. Typischer Stil. Gucken wir, was hier hinten los ist. Ja, nicht so viel. Ah, oh, er war noch low. Ah, ist tot. Okay, sehr gut. Dann kümmern wir uns mal hier um den Rest. Barrick in der Luft getroffen. Okay. Da war er übrigens gerade mit seinem Grab, ist er auf mich zugekommen, habt ihr gesehen. Aber dadurch, dass ich schnell in den Eisblock gegangen bin, hat er mich nicht grabben können. Glück gehabt. Und Terminus macht wie immer Stress. Ist aber ziemlich low, da um gegen zwei. Das sollte eigentlich nicht schaffen. Was sollte das denn werden, Ceres? Nix Ulti. Tschüss. Okay, Khan ist low. Schießen wir mal über ihn drüber. Und down. Okay, jetzt haben wir mal die Umklammerung von diesem Triple Tank ein bisschen durchbrochen. Und da dachte ich hätte ihn schon erwischt und habe erstmal nachgeladen. Wertvolle Sekunden verschenkt. Sehr bedauerlich. Oh Gott, ich bin low. Und mein Q ist genau in der Sekunde ausgelaufen. Schnell weg hier. Danke für die Heilung, Ceres. Dafür versuche ich Sinn zu attackieren, was aber nicht so viel bringt, weil er, ja, wie gesagt, abhauen, überleben, alles mögliche kann und tschüss. Da wurde ich das erste Mal gegrabbt und war instant tot. Geiler Shit. Ah, Schieben ist fehlgeschlagen. Aber das war ja eigentlich zu erwarten. Triple Tank hauste eben nicht mal so aus der Pfanne, vor allem wenn die auch noch Sinn haben und Ceres als Healing. Und wir haben nur einen einzigen Ausbrenner.
Okay, einen normalen, also einen Einser und einen Zweier. Was ich nicht verstehe. Schildzerstörer, klar, für Beric und Khan ist das gut, denn Khan hat auch mal wieder ein normales Schild. Vor allem allerdings aber nur ein Schild für sich alleine, das er so vor sich herträgt und das unendlich lange andauert, rein theoretisch. Außer man zerstört es eben. Aber er hat eben so ein Schild, das sich wieder auflädt, ähnlich wie bei Reinhardt. Aber eben nicht so ein breites, sondern nur eins für sich selbst. Okay, machen wir das gleiche wie eben. Geh nach rechts, hoch, Schuss, tschüss. Und Lian geht viel zu aggressiv rein. Was macht die denn da? Ist doch kein Flankierer. Oh Gott, was ist denn hier los? Alle Tanks und Sinn und sonst noch irgendwas. Tschüss, ich gehe da mal. Kein Bock auf dich. Natürlich Sinn wieder von hinten. Aber er ist low und tot. Sehr gut. Der Sinn, der carried die so ein bisschen. Deswegen ist es immer gut, wenn der schnell weggeht. Sinn, okay, sie ist weg. Komischer Schattenbug. Interessant. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ordentlich Kills gemacht hier. Oh, oh, oh. Lebt sich wieder. Khan low down. Aber Sinn ist mal wieder da und macht Ärger. Double Kill für Sinn. Terminus steht auch noch da. Down. Ulti von Sinn. Oh mein Gott. Aber er hat eben diese Wiederbelebungslegendäre mit Cooldown Reset. Und ja. Die Ulti hat zwar gesessen, aber dadurch bin ich gestorben, leider, weil Sinn wieder mal umgedreht ist. Und das Glück hatte, mich in der Luft zu treffen. Nehmen wir Ausbrenner 3. Sehr gut. Stehen 19-2 im Moment. Eigentlich. Was macht Khan? Was zum Teufel? Okay, Q hat nicht schnell genug reagiert und dadurch haben wir den Punkt leider verloren. Gut, Khan ist down. Huja, was ist denn hier los? Ja, fuck down. Ich hau mal ab. Da sind mir definitiv zu viele Tanks. Aber Ceres können wir mal targeten. Guten Tag. Oh, verdammt. Aber Beric immerhin. Oh, Sinn, Sinn, Sinn. Natürlich. Natürlich will er wieder Stress machen, du. Aber nee. Nicht mit dem hier. Das ist so ein Battle, weißt du, Eevee gegen Sinn, da kann es eigentlich gar keinen Sieger geben, wenn keiner von beiden irgendwie einen Fehler macht, weil beide können so viel abhauen und sich verpissen. Normalerweise dürfte es da keinen Sieger geben. Er kommt locker hoch, ne? War klar. Okay, ich habe jetzt zwar von oben geportet, aber bin dann trotzdem unten, das ist interessant. Danke fürs Healing, Ceres. Sehr gut. Dafür targeten wir mal die Gegner, Ceres. Oh, verdammt nochmal. Sehr gut, sie ist down. Und schon wieder bin ich unten. Warum? Leck. Kleiner Leck. Aber wir sind oben. Moment mal, hallo. Beric? What the hell? Was macht der denn hier? Was hat er vor? Wollte er da einen Turm hin platzieren oder was? Ganz schön sneaky Taktik, aber das funktioniert nicht, mein Lieber. Gut, Khan haben wir. Ihr seht, das Personal Shield ist wirklich nur nach vorne. Wenn man es genau nimmt, ist es mit Moji und Vivian, der schon wieder ein Champ, der ein Schild für sich nach vorne hat. Der dritte in einer Reihe, das ist irgendwie nicht besonders kreativ. Aber naja, irgendwann, wenn man eben Champions gespammt hat, so wie Hyrule früher, und inzwischen haben sie damit ja aufgehört, ist ja klar, dass einem dann, dass sich die Ideen da mal häufen, die gleichen. Okay, Khan, down, na gut. Oh! Da hat es mit dem... Hat es nicht mehr geklappt. Gather round. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Müssen wir Ceres hier holen. Aber so nicht. So, das sieht doch schon besser aus. Sehr gut. Oh Gott. Defend the payload? Wieso? Wer ist denn da? War da nur Sinn? Tatsächlich, da war nur Sinn. Okay, gut. Dann gehen wir mal. Was, die ultet? Alles klar. Ja, schon wieder gegrabt. Also ich glaube, rein theoretisch ist er grabbt dich ja und wirft dich nach hinten. Aber allein schon für die Dauer, wo du gegrabt wirst, kann es eben schon sein, dass dich dann irgendeiner killt, weil du dann ja völlig bewegungsunfähig bist. Hier steht 2-2. Lian und Khan machen sich hier gegenseitig fertig. Oder was heißt gegenseitig fertig?
eigentlich macht Lia anders eher. Und ich habe jetzt überlegt, welches Item ich nehmen soll, heilsames Töten oder Refugium. Habe ich dann tatsächlich für heilsames Töten entschieden, weil die nicht so viel Ausbrenner haben. Und hoffen wir mal, dass das irgendwie so einigermaßen funktioniert. Und der Beric hat Meisterreiter 2 nur, was ist, der ist sowieso irgendwie ziemlich komisch, der Typ. Ich glaube, der einzige Schaden, der von ihm bisher zugefügt wurde, war nur durch die Türme. Okay, da war eindeutiger Leck und... Oh, Gottes Willen. Okay, hier sind alle. Na geil. Noch eine Ulti von Sinn. Dann ulten wir da mal rein. So, guten Tag. Oh Gott, bin ich low. Aber Double Kill für Sinn. Tachchen. Kein Heal für dich heute. Und was macht Vivien? So weit vorne. Okay, das bringt jetzt nicht viel. Ich glaube, ich gehe mal nach oben und versuche einfach mal ein bisschen Damage auf den Punkt zu machen. Weil unsere Damager, unsere eigentlichen, sind ja down. Er fängt den Schaden von oben ab. Aber Ceres ist back. Oh Gott, das will ne. Jetzt kriegen die also wieder Heilung. Und ich muss ultra vorsichtig sein, weil... Ja, gegen zwei Tanks und einen Healer ist es für eine kleine, zerbrechliche Eevee nicht so einfach. Okay, Ceres ist wieder da. Komm, komm. Die Ulti ist übrigens gleich schon wieder ready. Fuck! Da habe ich mich ausnahmsweise mal wirklich verdrückt. Da wollte ich eigentlich zurück mit meinem Q und habe irgendwie den F-Button erwischt, weil, ja... Fehler im Gehirn. Und deswegen bin ich da gestorben. Weil ich nicht zurückgeblinkt bin, sondern geflogen. Wir stehen eigentlich voll gut, aber die haben eben Triple Tank und damit mal wieder alles eingenommen. Oh, hi. Khan ist low, kann sich aber auch selber healen. Das ist das Ärgernis und das Sinn. Und bevor der mich wieder, naja, irgendwas, ne? So, hallo! Tschüss! Immer gut, eine Ceres, die wegzunehmen, weil ohne hier sind auch Triple Tank nicht ganz so, stark. Okay, okay, wer ist da hinter uns? Sinn ist mit dem Leben entkommen. Oh, tatsächlich. Würde mich jetzt angreifen wollen, ja. Bam. Gut, der starke Schuss wurde geblockt. Und Khan schleudert ihn weg. Okay, gut, da wird sich der Sinn aber mal bedanken, dass du ihn da gerade weggeschleudert hast. Denn so kann er weiter Kills machen hier. Okay, hör auf, bitte mich abzuschießen, danke. Gut. Wir haben Ausbrenner 3, das können wir zumindest auch ein bisschen die Tanks attackieren, ohne jetzt gleich wegen des Heals ausrasten zu müssen. Aber trotzdem sollte Ceres da weg und der Sinn killt immer noch alle da. Ich weiß echt nicht, was unsere Damage-Dealer da irgendwie machen. Okay, jetzt ist natürlich ganz schwierig. Der Khan, der beschützt sich selbst richtig hart. Und auch Sinn ist umgedreht. Halten wir uns einfach mal bedeckt. Na, was willst du jetzt? Tschüss. Kein Bock auf dich. Ist schwierig. Bam. Bam. Und low. Ceres down, sehr gut. Sinn auch down, sehr gut. Ich habe Ceres angeblich doppelt gekillt, finde ich natürlich toll. Oh mein Gott, was passiert hier? Er ist down! Was? Ich habe, oh Gott, das ist auch ein Rekord, das ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe Terminus gekillt, ohne ihn jemals angeschossen zu haben oder auch nur gesehen zu haben. Das nenne ich Kunst. Okay, tschüss. Beric, auch du hast hier keine Chance. Der arme Beric. Tschüss. Okay, warum... Es sind doch gefühlt alle tot. Ich habe selbst gekillt, ist Beric gekillt. Und nur der Sinn hält sie mal wieder drin im Spiel, weil sie ihn nicht gekillt kriegen, weil, naja, es ist eben Sinn. Oh, da läuft ein Engel lang. Ich glaube, den müssen wir uns mal grabben. Da ist er. Oh, 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 oh. Oh Gott, Khan hat mich zu viel verfehlt mit seinem Grab. Leck, leck, ach du Scheiße. Und, fuck, da hätte ich in den Eisblock gehen müssen. So sind wir leider gestorben. Aber glücklicherweise haben sie mit der Ulti nur mich erwischt, immerhin. Das hätte auch anders enden können. Aber das sieht ganz gefährlich aus, als wenn das Block... Was macht Khan? Er ist völlig allein da hinten.
Was soll denn das werden hier? Okay, wir müssen schnell Serious holen, Gut, der Heal ist schon mal weg. Ach du Scheiße, Lien stirbt und dann sind die ja ganz alleine hier. Oh mein Gott, was ist los? Ich sehe gar nichts mehr, Sinn ist down, aber... Verflucht. Nicht mehr rechtzeitig hingekommen. Da hat alles nichts gebracht. Das Ding ging an die Triple Tank Combination hier. Hauptsächlich aber nicht wegen Triple Tanks, sondern einfach nur, weil Sinn, ja, kranker Charakter geworden ist. Beziehungsweise einfach der Charakter keine einzigen Änderungen erhalten hat. Was ich sehr komisch finde, aber okay. Dann haben wir hier die Stats. 20 Kills, 4 Tode, 19 Assists, 128.000 Schaden. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Ich habe alle anderen out. Ich habe Vivian, ich habe Lien outdamaged. Ich habe auch alle aus dem Gegnerteam outdamaged. Nur Sinn mit seinen 25 Kills hat hier den Carry durchgehauen. Ja, weil einfach niemand Sinn killen konnte. Traurig, aber was will man machen? Das war's von der Runde, Leute. Bis zum nächsten Mal, wo es hoffentlich wieder einen Sieg gibt. Ciao.